Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei der FSV Budesser Bautzen am Sonntag um 13.30 Uhr. Wie immer hat der Trainer Platz genommen, Sie hier im Publikum. Die Eingangsworte wird Peter Bollitz sicherlich in gewohnter Manier von sich geben und danach Ihre Fragen. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Ich weiß nicht, ob gewohnt, aber auf jeden Fall gebe ich mir Mühe. Ziegenbein ist klar. Knechtel muss leider auch noch mit dem Training aussetzen. Zimmer ist auf dem Weg der Besserung. Der Verlauf ist sehr gut, aber steht nicht zur Verfügung am Sonntag. Zickert hat nach Dienstag ein bisschen Probleme, hat gestern versucht zu trainieren, hat aber heute Morgen unseren Physio angerufen. Das Knie macht wieder ein bisschen Sorgen, weiß nicht, ob er zur Verfügung stehen kann. Sonntag wird dann morgen abschließend im Abschlusstraining entschieden. Die beiden Geißler Brüder sind auf dem Weg der Besserung, haben schon mehr mit trainiert, aber stehen auch nicht zur Verfügung. Matovila hat aus meiner Sicht zu Unrecht die letzte Woche eine rote Karte bekommen. Da gibt es aber noch kein Strafmaß. Also diesbezüglich wird aber für dieses Spiel nicht zur Verfügung stehen. Und der Rest wäre einsatzbereit oder ist einsatzbereit. Wir haben am Dienstag ein kurzfristiges vereinbartes Testspiel absolviert. Kann dann allen Spielern nicht nur ein Kompliment, sondern das ist richtig gut. Das Ergebnis ist zweitrangig, obwohl es auch sehr hoch war und auch sehr, sehr gut sich anfühlt. Aber entscheidend war, wie die Spieler da mit Lust und wie sie sich dann bewegt haben und wie sie dann auf dem Kunstrasen das Spiel interpretiert hat. Das hat mir Spaß gemacht zu sehen. Ja. Ansonsten sind wir dann, denke ich, sehr gut vorbereitet auf den Gegner. Auch wenn sie noch kein Spiel hatten, haben wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um uns natürlich auch auf sie gut vorzubereiten und nehmen den Gegner natürlich wie alle anderen auch sehr ernst. Und auch unser Ziel, muss ich Ihnen auch nicht sagen, ist ganz klar, dass wir am Sonntag, wir wollen schnellstmöglich über die 60 Punkte kommen. Jetzt? Nee, haben wir nicht. Da brauche ich auch nicht ansprechen. Die von den Neuzugängen sind alle mit im Kader? Oh, das kann ich noch nicht 100% sagen. Fakt ist, dass Schalthauer natürlich schon länger, wir letzte Woche ihn schon mitgenommen haben, ohne dass er mal ein Freundschaftsspiel mitmachen konnte. Aber er hat gut trainiert und wollten einfach mal das Gefühl geben, in der Mannschaft zu sein, auch wenn es nur 5 Minuten waren. Auch er hat sich am Dienstag nicht nur gut bewegt, sondern auch gut gespielt. Graudenz sehr, sehr gut gespielt. Siebeck ist jetzt, er hat gestern das erste Mal mit auf dem Platz gestanden. Gestern Morgen haben wir Abschlüsse gemacht. Gestern Nachmittag Fußball gespielt. Da kann ich das noch nicht abschließend sagen, weil Raut auch noch nicht. Aber Graudenz und Scheiterer haben große Chancen, auf jeden Fall im Kader zu sein. Bei den anderen beiden, das ist so ein bisschen Bauch, müssen wir mal gucken. Also diesen Spagat müssen wir jetzt sehen, wie wir den hinbekommen. Möchte ich und darf ich auch nicht und will ich auch nicht. Im Gegenteil, will ich die anderen nicht verlieren, nur weil wir jetzt neue Spieler geholt haben. Das ist jetzt nicht nur für ein Spiel, es geht um die ganze Rückrunde und hoffentlich darüber hinaus noch für viel mehr. Dann bin ich mir sicher, wenn sie an ihr altes Leistungspotenzial, was sie hatten und wo sie alle Voraussetzungen für haben, wenn wir sie da hinbekommen, gemeinschaftlich werden wir alle davon profitieren. Darf ich gleich nochmal einhaken. Das Problem, was Kollege Priegel gesagt hat, auch auf die Gefahr hin, dass das schon eine Rolle gespielt hat hier in der Woche in Cottbus. Mit welchen Argumenten haben Sie denn, Graudenz hat ja in der dritten Liga schon beim FSV Frankfurt gespielt, weiß also, dass man mit Fußball auch mehr Geld verdienen kann als momentan in Cottbus. Diese Spieler hier vorbereitet, dass es zumindest bis zum Mai hier noch nicht so viel aufs Konto gibt, sondern mit den üblichen Tugenden, die Sie hier schon oft beschworen haben in der Mannschaft, diese Spieler haben überzeugen müssen. Also bei Graudenz war es so, dass er ja schon ein paar Tage mittrainiert hat und hier vorspielen durfte.
Das war jetzt nicht so, er hat kein Probetraining gemacht da, weil der Spieler eigentlich schon bekannt war. Wollten eigentlich nur mal gucken, auch er wollte gucken, ob das passen kann. Und da glaube ich halt, dass ihn dieses Werk, die Mannschaft, die Art, wie wir dann Fußball spielen, die Art, wie wir trainieren, die Art, wie wir miteinander umgehen, angesprochen hat. Und deswegen war es dann am Ende relativ unkompliziert, also von beiden Seiten aus. Aber auch da großen Respekt an Berater und Spieler, dass sie diesen Weg so mitgehen. Es ist klar, dass wir da nicht auf Rosen gebettet sind, aber darum ging es ihnen nicht. Es ging ihnen wirklich um die sportliche Situation. Und da, glaube ich, hat er den richtigen Schritt gemacht. Und deswegen haben wir auch die Verantwortung, das auch so zu begleiten. Natürlich nicht nur bei ihnen, auch bei allen anderen Spielern und bei Siebeck ist es so, der ist uns natürlich letztes Jahr aufgefallen. Eine Verantwortung, wie er als Kapitän die junge Mannschaft bei RB Leipzig geführt hat, in der Art, wie er dann Fußball gespielt hat. Also mache ich keinen Hehl raus, den hätten wir gerne auch im Sommer verpflichtet. Das war uns aber nicht möglich, unter anderem sportlich, dritte Liga Karlsruhe, sehr ambitioniert. In die Saison starte ich glaube von 20, also 19 Mal wurden die genannt als der Top-Favorit in der dritten Liga. Ist das ja dann auch ein Statement, wenn man so einen Spieler holt. Hat auch die ersten Spiele alle gespielt nach dem Trainerwechsel. Für den einen ist ein Trainerwechsel gut, für den anderen weniger gut. Dann nicht mehr so. Und dann hat man sich halt entschieden, dass er sich eine neue Herausforderung suchen soll. Und dann waren wir da. Also dann denke ich, dass sowohl er von uns überzeugt war, wir von ihm überzeugt. Jetzt gilt es ihnen auch, in die Mannschaft reinzubekommen, aber nicht mit allen Mitteln, sondern letztendlich muss er natürlich auch die sportliche Qualifikation hier bestätigen. Die Möglichkeiten hat er dazu, um die Mannschaft und sich dann weiterzubringen. Aber es steht keiner für ihn Spalier. Also wenn man gestern das Training gesehen hat, wie die Weidlings, die Bitteritis und die anderen, wie die trainiert haben, die haben gestern nochmal richtig einen draufgesetzt. Also die müssen natürlich was tun, um an sie vorbeizukommen, aber das ist das, was wir wollten. Was wir aber auch brauchen, die Spieler nochmal weiterzuentwickeln, sich noch mehr auf jede Trainingseinheit zu konzentrieren. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil wir da intern sehr offen und sehr transparent mit umgehen. Und deswegen sind diese Spieler hier. A, wollen sie sich entwickeln, B, wollen wir uns entwickeln und B, wollen wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Aber jetzt kann man davon ausgehen, dass durch Matavilas Ausfall Karpstein in die Innenverteidigung kommt? Also es wäre jetzt eine Sensation, wenn das nicht so wäre. Da muss man Malte auch ein Kompliment, ich habe das letzte Woche direkt nach dem Spiel gesagt, der war sofort da. Aus der Kalten in der 40. Minute in einer nicht so einfachen Situation, insgesamt das ganze Spiel war nicht so einfach, weil das war ein Hochsicherheitstrakt, ja. Also jetzt weiß ich auch, warum die, bitte das nicht falsch verstehen, das soll ein Spaß sein, woanders aus dem Gefängnis kannst du leichter ausbrechen als da. Also das war so viel Polizei, so viel Wasserwerfer, so viel Kontrollen für ein Fußballspiel. Naja gut, das Ziel hat es ja erreicht, zumindest habe ich nichts vernommen, dass da irgendwas passiert ist. War das aber insgesamt eine bedrückende Atmosphäre, fand ich. Also wenn man so drumherum, wir durften ja auch, mussten 20 Minuten warten, um am Stadion zu kommen, hat er das richtig gut gemacht. Im Spiel war ich so, weil ich das noch nicht dann im Video analysieren konnte, habe ich gedacht, oh Joe, hoffentlich hast du dir nicht ein großes Eigentor selber geschossen, wenn du eine Tätigkeit begangen hast. Ist das die große Chance für den anderen Spieler? Ich weiß nicht, wie viele Spiele Sperre man bekommt. Wenn man die Videoanalyse macht, ist Joe Matuidi zu Unrecht bestraft worden. Absolut zu Unrecht. Auch die Begründung ist noch unverständlicher aus meiner Sicht. Wenn man im Spiel eine andere Wahrnehmung hatte, hatte ich auch. Aber da muss man sich korrigieren. Das ist in dem Sonderbericht nicht der Fall gewesen. Deswegen müssen wir abwarten, wie das ausgeht. Aber da schütze ich ganz klar den Spieler. Joe, ich hätte ihn auch so geschützt, weil, aber nur dann wäre natürlich für ihn die Situation etwas anders. Aber jetzt hoffe ich trotzdem, dass Malte jetzt den nächsten Schritt geht, sehr, sehr stabil sein Talent und seine Möglichkeit entsprechend auftritt. Dann mache ich gleich noch weiter. Bautzen ist derzeit Tabellen 10.
Fährt sich leicht an, aber ist trotzdem eine gefährliche Situation zu sagen, wir fahren dahin, holen uns mal 3 Punkte. Da wird man genauso wieder 100% von hinten sein, um mit den 3 Punkten nach Hause zu fahren. Also nach dem Tabellenplatz beurteilen wir sowieso keine Mannschaft. Also wir versuchen das ja von Spiel zu Spiel dementsprechend zu analysieren, zu betrachten, welche Möglichkeiten haben wir mit unseren Spielern. Sonst hätten wir ja auch nicht Chemie Leipzig 4 Tage vorher in Bernburg, glaube ich, haben die Freundschaftsspiel gehabt, wenn ich das nicht nochmal beobachtet. Also das unabhängig von dem Tabellenplatz wirklich absolute gewissenhafte Vorbereitung, so wie sich das gehört. Ja. Erstmal haben wir so Respekt und man muss auch in den Spielen seine Hausaufgaben machen. Nur sein Talent oder seine Tabellensituation, der eine ist Erster und der andere ist Zehnter, dann brauchen wir ja nicht mehr antreten. Also können wir die 15 Spiele brauchen wir nicht mehr spielen. Können wir vorher anrufen, wollen wir uns treffen oder wollen wir uns nicht treffen, habt ihr Lust oder habt ihr keine Lust? Also so ist das ja nicht. Also und diesbezüglich sehr gewissenhaft, sehr, sehr fokussiert. Nochmal, wenn die Spieler dann noch einen Schub draufsetzen, was ich dann gestern gesehen habe, dann können wir einiges erhoffen und auch erwarten, ja. Im positiven Sinne. Es baut sich eigentlich wieder auch Sicherheitsspiel irgendwie, war ja voriges Jahr da, das ist da zumindest... Das ist unter Beobachtung. Wir sind ständig unter Beobachtung, also ja. Ist egal, das selbst stimmt. In Freundschaftsspielen. Das stimmt auch. Im vorigen Jahr haben Sie ja da relativ problemlos, also vom reinen Ergebnis her, gewinnen können, 4-0, was glaube ich nicht. Inwiefern gibt es jetzt Veränderungen bei Borussia Bautzen, die Sie jetzt feststellen konnten? Ja, das Ganze hat sich schon ein bisschen verändert, obwohl ich sagen muss, dass die Struktur bei dem Kollegen vor Thorsten Gütschow mir gut gefallen hat, wie sie Fußball interpretiert haben, wie sie in der Organisation gespielt haben. Fakt ist aber, dass sie jetzt mehr Punkte haben. Letztes Jahr lange im Abschiedskampf waren, jetzt von der Punktezahl sind sie jetzt nicht so befreit, aber zumindest spielen sie ergebnistechnisch besser, auch ein bisschen im System ein bisschen anders, haben auch die ein oder andere Veränderung vorgenommen. Wenn sie nur Hossmann hat vorher im Mittelfeld gespielt, jetzt Innenverteidiger, macht das aber da sehr gut als Leader. Und auch noch andere Spieler haben junge Spieler dazu bekommen, wenn man nur Böhnisch nimmt, 1,90 von Zwickau und Zwickau lange verletzt, ein kopfballstarker Spieler, der auch so ein bisschen drumherum spielen kann, hängende Spitze, zweite Spitze spielen kann. Also diesbezüglich, also ein Selbstläufer erwarten wir nicht. Ich meine, wünschen wir uns immer, ist klar, wer wünscht sich das nicht? Weil man am Ende natürlich auch erfolgreich sein will und am besten ohne nervenaufreibenden Spiel. Aber wir erwarten schon einen Gegner mit großer Gegenwehr, mit großer Leidenschaft, mit großem Willen, da uns Paroli zu bieten, beziehungsweise dann auch, wenn möglich, aus ihrer Sicht eine Überraschung zu schaffen. Aber wir sind, da kann sicher sein, auch auf das vorbereitet. Oder Sie hatten vorhin erwähnt, dass bei Maxi Zimmer also die Genesung ordentlich vorangeht. Die erste Prognose nach seinem Muskelfaser, das war ja, wird uns etwa 4 Wochen fehlen. Kann man das vielleicht schon wieder etwas reduzieren aufgrund Ihrer Eindrücke? Also jetzt morgen wären es ja 14 Tage. Aber 4 Wochen ist absolut realistisch. Also er ist schon 3-mal gelaufen. Das ist gut, ohne große Probleme. Wir werden das nächste Woche steigern, aber mit aller Macht dann das übernächste Spiel. Das nächste Spiel ist Bautzen, haben wir gesagt, fällt er aus. Aber das übernächste Spiel dann zu Hause mit aller Macht und mit allem Nachdruck. Nur dann, wenn es wirklich Sinn macht. Weil Maxi Zimmer ist ein Spieler, wie alle anderen auch, die wir dann brauchen und auch im Training haben wollen, um im Training noch mehr Qualität und noch mehr uns weiterentwickeln zu können, um uns noch mehr gegenseitig zu fordern. Wir werden natürlich kein Risiko machen und deswegen ist die Einschätzung 4 Wochen mehr als realistisch. Und wenn er dann in Meusewitz zur Verfügung stehen würde, sind wir glücklich.
Er am meisten, weil er ist ein Kicker, er will Fußball spielen, er brennt, und aber das ist auch gut so. Gibt es weitere Fragen? Wie viel mit Fans ungefähr? Wir schätzen so ungefähr 500. Doch, ja. Gut, dann bedanke ich mich. Drücken Sie am Sonntag die Daumen.